Wenn St. Gallen Open Air läuft, hat es 30'000 Cluster. Die ganze Schweiz ist zu Gast bei mir daheim. Ich meine, Bratwurst, Toni, Senfisch, Fix, der Biber, der Bär, der Barnetta, vielleicht noch die Halle 54. Aber sonst, ich zeige euch, meine Lieblinge in der Stadt hinter dem Open Air. In der Focacceria, da gibt es Focaccias. Sind nicht einfach ein Sandwich, sondern die kann man so selber belegen. Und seit neuestem gibt es die auch im Open Air. Das ist mit Abstand der beste Foodstand. In St. Gallen gibt es mehr gute Tätowierer, als du denkst. Drei davon arbeiten hier im Spider Fever. Ich weiss, wir sind nicht gerade die Sonnenstube von der Schweiz. Aber die Weihre, das ist mehr wie ein bisschen bronzieren und baden. Da oben passieren viele erste Mal, so ein bisschen von allem. Die von hier wissen, was ich meine. St. Gallen hat viele gute Bands, die sonst in der Schweiz niemand kennt. Wie zum Beispiel den Neil, der ist bei Lorelei and Me. But I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. Open us. St. Gallen ist eine Modestadt. Akris kennt jedes Kind. Viel wichtiger, Einstoffen. Die machen so Hemdli und Brille. Hast du das schon mal gesehen? Aus Stein? Kaffee Franz, da gibt es richtig gut zu trinken, zu essen. Alles hausgemacht, ein bisschen wie zuhause, aber besser. Kann ich noch mal so einen haben? Danke. Espermoos! Ja, ich komme halt aus dem Osten. Dort passiert nichts Spezielles. Darum ist unsere Sprache auch ein bisschen holprig. Ich meine, was soll's? Ich komm halt aus St. Gallen. Ich weiss nicht so recht, was sagen. Open us! St. Gallen ist eine Modestadt. Akris kennt jedes Kind. Viel wichtiger, Einstoffen. Die machen so Hemdli und Brille. Hast du das schon mal gesehen? Aus Stein? Kaffee Franz, da gibt es richtig gut zu trinken, zu essen. Alles hausgemacht, ein bisschen wie zuhause, aber besser. Kann ich noch mal so einen haben? In der Focacceria, da gibt es Focaccias. Sind nicht einfach ein Sandwich, sondern die kann man so selber belegen. Und seit neuestem gibt es die auch im Open Air. Das ist mit Abstand der beste Foodstand. In St. Gallen gibt es mehr gute Tätowierer, als du denkst. Drei davon arbeiten hier im Spider Fever. Ich weiss, wir sind nicht gerade die Sonnenstube von der Schweiz. Aber die Weihre, das ist mehr wie ein bisschen bronzieren und baden. Da oben passieren viele erste Mal, so ein bisschen von allem. Die von hier wissen. Wenn St. Gallen Open Air läuft, hat es 30'000 Cluster.
Die ganze Schweiz ist zu Gast bei mir daheim. In meinem Bratwurst ohne Senfisch fix. Der Biber, der Bär, der Barnetta vielleicht noch die Halle 54. Aber sonst, ich zeige euch. Meine Liebling in der Stadt hinter dem Open Air. Seht ihr, was ich meine? St. Gallen hat viele gute Bands, die sonst in der Schweiz niemand kennt. Wie zum Beispiel der Neil. Der ist bei Lorelei and Me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me.